Guten Morgen, ihr Lieben, hier ist Julia von Waldo. Schön bist heute mit dem Mittwochsupdate. Ja, ich bin gespannt auf eure Feedbacks für die Woche, weil auch am Montag jetzt die gesamten Energien für die Woche waren recht spannend, würde ich mal sagen. Ich habe auch schon gehört, dass einige von euch bereits am Montag resoniert haben. Tatsächlich bei mir auch. Einige Sachen sind gleich am Montag reingeflogen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Falls du die Montagslegung noch nicht gesehen hast, schau sie dir gerne nochmal an, schau sie auch gerne nochmal vielleicht am Wochenende an, falls du jetzt noch nicht so damit resonierst. Ich finde es immer super spannend, wie hin und wieder die Nachrichten dann im Nachhinein nochmal reinkommen, von wegen, ah, am Anfang habe ich gar nicht mit resoniert und plötzlich, ja, plötzlich ist es jetzt eingetroffen. Das finde ich immer besonders cool, weil man dann erstmal so ein bisschen offen ist, ne? Und wenn es dann plötzlich reinknallt und man sich dann die Nachricht nochmal anhört, denkt man plötzlich, wow, das finde ich, der Effekt ist tatsächlich oftmals ein bisschen cooler, wenn man am Anfang noch nicht so ganz viel damit anfangen kann und dann ein paar Tage später zu sagen, boah, damit hätte ich nicht gerechnet. Wie auch immer, ich habe ja meine Karten dabei. Claro ist eine Mittwochslegung hier mit dem Tarot. Und dann würde ich sagen, drei Karten aus dem Tarot. Also, was sind die Botschaften hier am Mittwoch fürs Kollektiv? Nummer 1, Königin der Stäbe. Was sind die Botschaften hier fürs Kollektiv? Hoppala, oh. Die 7 der Münzen und der Mond. Und dann haben wir am unteren Kartenrand, was haben wir da? Die 7 der Stäbe. Okay, ich zeige euch mal die Karten rein. Oh, Moment, ich muss das glaube ich hier im Schatten, weil wenn es hier die Sonne raufknallt, ist der Kontrast ein bisschen groß, oder? Ey, wie schön auch diese Fairy-Karten sind. Das ist das Tarot of the Hidden Realms. Gibt es nur auf Englisch, glaube ich. Aber schaut mal, wie schön die hier in die Landschaft passen oder grundsätzlich in die Natur passen. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen hier zu der Seite, damit ihr die sehen könnt. Also, wir haben hier erstmal die Energie von Verteidigungshaltung. Das kann sein, dass es irgendeinen Konflikt gibt, wo du für dich einstehen musst, wo du für dich aufstehen musst. Das ist eine Sache mit dieser Karte. Jetzt schaue ich gerade mal, weil ich die anderen Karten hier auch schon sehe, der Mond und die 7 der Münzen. Und dann gucken wir nochmal, dass wir eine Karte bekommen von der Priestess of Light, Oracle. 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 Also eine Situation, wo du vielleicht für dich einstehen musst, für dich aufstehen musst. Vielleicht gibt es auch irgendeine Situation, jetzt mal Bezug nehmend auf die Montagsbotschaft, weil da ja die, Ver nein, nicht die Verletzungen der Vergangenheit, aber es kam so die Vergangenheit nochmal hoch. Für jetzt diese Woche. Es kann also sein, dass das jetzt eben die, ich meine, es ist ja eine Zusatzbotschaft für die Montagslegung, denn die Montagslegung streckt sich immer über eine ganze Woche. Also das Thema der Woche quasi. Und hier kriegen wir jetzt nochmal ein kleines Update. Also, was auch immer für dich hochkommt, das kann das aus der Vergangenheit sein, was entweder dazu geführt hat, dass du ein bisschen vorsichtiger bist oder dass du nochmal für dich auf- und einstehen musst. Etwas nicht zu sehr an dich ranlässt, die Konflikte nicht zu sehr an dich ranlassen. Wenn es nicht darum geht, dass du mal mit dem Hammer auf den Tisch, sagt man das so, nee, mit der Faust auf, Julia und Sprichwörter, mit der Faust auf den Tisch haust, dann kann es auch sein, dass du hier etwas nicht zu dicht an dich rankommen lassen solltest als Hauptenergie hier. Weil letzten Endes zieht dir das Energie. Und sich Sorgen machen ist verschwendete Energie, weil Sorgen, wenn du versuchst, deinen Fokus zu richten auf die Lösung des Problems und die Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Denn oftmals ist es so, dass wir sehr eingeschränkt sind, dass wir sagen, oh mein Gott, ich habe da nur die eine Möglichkeit, jetzt muss ich das und das machen. Wenn du mal mit anderen Leuten redest, dann kommen vielleicht auch andere Ideen rein, weil sie andere Sichtpunkte Sichtweisen haben, andere Perspektiven haben, sodass sie vielleicht sagen, ja, stimmt, du kannst es so machen, aber guck mal, die Möglichkeit würde es ja auch geben. Wir hatten den Weisen Rat mit dem, lass mich kurz überlegen, was war es denn? Der Eremit. Wir hatten den Weisen Rat durch den Eremit. Also das könnte jetzt hier in diesem Zusammenhang auch dafür stehen, dass du dir eben Rat holst, andere Perspektiven reinholst in einer Situation, um es fühlt sich so ein bisschen an, wie Konflikt zu vermeiden auf eine gewisse Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, dass du in der Vergangenheit da sehr viel Konflikt hattest. Deswegen auch die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche am Montag. Gehen wir mal rein. Also, Abwehrhaltung, aufstehen und Konflikte nicht zu nah an dich rankommen lassen. Die erste Karte, Königin des Feuers.
auch spannend, ne? Die Königin des Feuers, gerade hier und dann mit der anderen Karte oder den Informationen der anderen Karte, haben wir hier wirklich so dieses Feurige, dieses, schau mal, mit der willst du dich nicht anlegen, oder? Die hat Feuer unterm Hintern, die steht für sich ein, für sich auf, die hat einen Selbstwert, ein Selbstbewusstsein. Das kann hier jetzt deine Energie sein, die jetzt wichtig ist, plus minus in dieser Woche. Oder für diese Situation habe ich eher das Gefühl, für diese Situation ist es wichtig. Entweder hast du eine Freundin oder jemand, der dich sehr unterstützt. Das könnte die Königin sein. Also Support, Unterstützung, Hilfe in Form einer anderen Person könnte ein Feuerzeichen sein, muss aber nicht. Kann jemand sein, der sehr feurig, sehr leidenschaftlich ist. Jemand, der unabhängig ist, ob jetzt emotional oder beziehungsweise auch sehr unabhängig im Leben steht. Das könnte auch jemand sein, der sehr magnetisch und positiv und attraktiv ist. So mal als ein paar Eigenschaften. Falls du sagst, oh ja, das ist meine Freundin so und so. Ansonsten könnte das eben auch für deine Energie stehen, sodass du sagst, habe ich hier genug gehabt, hier mal. So, es würde eigentlich auch die Königin der Schwerter diese Energie haben, aber gerade in dieser Kombination fühle ich hier für dich eine sehr feurige Energie, den Selbstwert verankern, zu sagen, hey, das lasse ich jetzt nicht mehr an mich ran. Die nächste Karte ist der Mond. Beziehungsweise eigentlich, was ich hier aufgedeckt habe als erstes, waren die sieben der Münzen, aber ich denke, die Reihenfolge macht jetzt auch nicht so den Unterschied hier. Ich zeige mal beide Karten rein. Also der Mond und die sieben, hoppala, die sieben der Münzen. Der Mond ist eine Karte, wo man sagt, okay, da liegen noch Ängste. Ängste im Verborgenen oder irgendwas liegt hier im Verborgenen. Vielleicht hast du auch Angst, weil du irgendwas nicht sehen kannst. Es kann hier aber auch um eine emotionale Angelegenheit gehen, ne? Also gerade wenn ich das jetzt mal so habe, ich habe das Gefühl, ich werde tatsächlich eine Klärungskarte ausnahmsweise hier mal in der Botschaft ziehen. Wenn ich das jetzt so sehe, sehe ich hier eine sehr starke Persönlichkeit, sehr unabhängig, sehr feurig, kann für sich ein- und aufstehen. Was schon das Thema hier war. Witzigerweise sehe ich gerade am unteren Kartenrand dann hinter diesem die 10 der, nicht die 10, das ist die, ich muss gerade übersetzen, weil es heißt The Blasted Beach. Das ist aber der Turm. Eine Sache, vielleicht muss eine Sache zusammenbrechen oder es ist eine Sache zusammengebrochen. Lasst es aber nicht zu sehr an dich rankommen. Und dann hier eben du in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Stärke, in deiner Kraft oder jemand, der dir hilft. Es kann sein, dass so ein paar Unsicherheiten auftauchen, gegebenenfalls emotional, weil es eine emotionale Angelegenheit ist, um die es hier für dich geht. Aber es kann auch sein, weil manche Dinge man gerade noch nicht so ganz klar sehen kann. Ich nehme das mit dieser Energie nicht als das dramatische Ding jetzt wahr mit, oh mein Gott, jetzt kommt ganz viel Angst auf mich zu. Ich nehme das eher so wahr, dass es ein paar Aspekte gibt, die du an dieser Situation gerade noch nicht sehen kannst oder wo du noch nicht weißt, wie es sich entwickelt. Die liegen noch im Dunkeln. Und dass das einfach in Anführungsstrichen, mit den sieben, die sieben der Münzen noch Zeit braucht. Die sieben der Münzen ist eine Wartezeit, bis etwas reif ist. Es ist auch die Karte der Heilung. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich weiß, es ist mit der Sonne ein bisschen schwierig. Aber die sieben der Münzen ist auch eine Heilungszeit. Und was auch immer das für dich ist, wo entweder, wo du jetzt nochmal sagst, wir sind ja alle durch sehr transformative Prozesse gegangen. Und gerade wenn ich mal so zurückschaue, jetzt auf die Kartenlegungen der letzten Wochen, der letzten Monate, da kam immer wieder der Turm, die Karte des Todes, der Transformation. Das war also sehr wahrscheinlich etwas, was für viele bereits stattgefunden hat. Zum einen, es kann sein, dass es hier mit dieser Karte noch irgendwas gibt, was du loslassen darfst an dieser Situation. Wo du sagst, hey, lass den Scheiß hier nicht mehr so dicht an dich ran. Kenne deinen Wert, dein Selbstbewusstsein. Auch wenn so ein paar Sachen vielleicht noch im Unklaren liegen, weil du sie noch nicht ganz genau abschätzen oder sehen kannst. Manche Dinge müssen erst ein bisschen reifen und gib dir die Zeit, die du brauchst, um hier, habe ich das Gefühl, auch zu heilen.
Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich wollte ja noch eine Klärungskarte ziehen. Dann nehme ich jetzt die unteren beiden da einmal raus. Der Mond. Kriegen wir eine weitere Info für den Mond hier? Was liegt im Unklaren? Hoppala. Moment. Da kommt einer rausgepfeffert. Ah. Sechs der Schwerter. Okay, wohin geht die Reise, ne? Die Sechs der Schwerter ist eine Situation, wo du aus sehr konfliktreichen Gebieten, sage ich mal, ob jetzt in der Liebe, im Beruf, in deinem privaten Umfeld irgendwas, wo du die Situation verlässt. Du verlässt sehr, sehr viel Konflikt. Du verlässt die Fünf der Schwerter und die Fünf der Schwerter ist eine der unangenehmsten Karten, die es gibt. Und machst dich auf zu, wie sagt man, zu seichteren Gewässern, in eine bessere Zukunft, in eine ruhigere Zukunft. Hier geht es immer um den Übergang in eine positive, sanftere Zukunft weg vom Konflikt. Und ja, da kann es natürlich sein, dass das eine Situation ist, wie gesagt, irgendwas, was aus der Vergangenheit gegebenenfalls auftaucht oder irgendwas, wo noch ein bisschen Konflikt gerade in deinem Leben ist. Was mir gerade gesagt wird, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Muss ich mal kurz reinfühlen. Ich hatte gerade das Gefühl, da kam noch was durch. Mach dir keine Sorgen, es läuft alles nach divin göttlichem Plan. Habe Vertrauen, auch wenn du jetzt noch nicht alles klar sehen kannst. Ich habe das Gefühl, wenn der Mond wieder voll wird, dann wirst du das, was da dir jetzt im Moment gerade noch im Unklaren liegt, weil du Sachen nicht ganz klar sehen kannst. Wenn der Mond wieder voll wird, wirst du diese Sachen klarer sehen. Was haben wir denn jetzt? Witzigerweise haben wir hier die gleiche Mondphase drauf abgebildet. Da haben wir gerade so eine Sichel, die zunehmend ist. Schon wieder spannend, dass wir die Mondphase drin haben, aber diesmal habe ich das Gefühl, es ist wirklich von jetzt bis zum Vollmond, dass sich da noch irgendwas klären wird und du irgendwas noch klarer sehen wirst. Lass die vergangenen Konflikte oder die Konflikte generell nicht zu nah an dich rankommen. Manche Dinge müssen manchmal wegfallen, damit du wieder frei wirst, damit du Platz machst, weil auch die Energie von Situationen, die dir Kraft ziehen, wo du dir Sorgen machst, die ziehen dir eben Kraft und Energie. Und deswegen ist es manchmal wichtiger oder oft wichtiger, diese Situation wirklich gehen zu lassen und zu sagen, ich lasse jetzt dieses Gewicht der Situation auch los. Ne? Und irgendeine Sache braucht hier noch ein bisschen Zeit. Also für den einen oder anderen kann es hier auch um eine Schwangerschaft gehen. Ich sage es jetzt einfach mal, weil sie hier sehr schwanger ist auf dieser Karte. Das könnte was sein. Aber es kann auch das Thema Heilung sein, wobei schwanger, womit gehst du schwanger? Was ist die Idee, mit der du schwanger gehst? Ne? Das kann ein Business sein, irgendwas in deinem Leben kann natürlich eine echte Schwangerschaft sein. Das haben wir hier eben auch. So, dann, ihr hört, ich bin auf dem Land, Trecker direkt hinter mir. Oh, Moment. So, dann gehe ich jetzt einmal rein in die Orakelkarten. Kriegen wir eine weitere Botschaft, bitte? Hoppala. Wow. Oh. Ich kenne die Karten ja eh, also auch noch nicht komplett. Deswegen bin ich immer ganz begeistert, wenn ich eine Karte ziehe und muss mir erstmal angucken, weil ich denke, oh mein Gott, die sind so schön. Circle of Eternal Joy. Der Kreislauf der unendlichen Freude. Timelessness. Zeitlosigkeit, würde man vielleicht sagen. Dance of Life. Der Tanz des Lebens. Die Information, die da tatsächlich für mich reinkommt, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das Leben wie ein Musical tatsächlich ist. Und dass es eine gewisse Reihenfolge, eine gewisse Struktur zu dem Tanz gibt, den wir tanzen. Und dass es manchmal vorgesehen ist, dass wir vielleicht mit einer Person tanzen für einen gewissen Zeitraum. Und es ist ein ganz aufregender Tanz. Und es ist exciting, aufregend und man empfindet sehr viel Freude dabei, bis sich dann die Musik verändert und man merkt, man kommt aus dem Takt.
man merkt, oh, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Oder der eine merkt, oh, den Tanz kann ich gar nicht tanzen. Und ihr versucht aber weiter miteinander zu tanzen. Und dann kann das ganz schön katastrophisch werden. Weshalb es dann manchmal wichtig ist, sich zu drehen. Ich sehe es wirklich immer so, wie du tanzt mit jemandem und dann drehst du dich einmal raus, machst eine Drehung und dann stehst du vor der nächsten Person. Aber um vor der nächsten Person zu stehen, musstest du dich erstmal aus der anderen Person lösen. Und die Person harmoniert dann mit dem neuen Tanz, mit der neuen Melodie, zu der ihr jetzt tanzt gemeinsam. Sind jetzt einfach nur so ein paar Bilder, Konzepte, die ich jetzt hier mit reinbringe, durch diese Karten tatsächlich, die das Prinzip des Loslassens vielleicht manchmal ein bisschen vereinfachen, solche Bilder. Und manchmal kann es sein, dass du dich dann wirklich erst ein paar Mal im Kreise drehst. Du lässt die andere Person los, drehst dich im Kreis und drehst dich nochmal im Kreis, weil du dann vielleicht 2 Meter weiter an die Position gebracht werden musst, wo dann die neue Person übernimmt und sagt, so, und jetzt tanzen wir, Baby. ist eine super schöne Karte. Ich halte sie auch noch mal hier rein. Und ich hoffe, dass dieses Bild euch vielleicht ein bisschen versinnbildlicht, sagt man das so, dass es manchmal wichtig ist, Sachen loszulassen, weil etwas aus dem Takt gekommen ist. Und das ist dann auch wieder oft das Gefühl, nicht, dass man nicht an Sachen arbeiten kann, aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man einfach auch mal Bilanz ziehen und sagen, hey, wir haben jetzt versucht, hier miteinander zu tanzen, immer und immer wieder, und es funktioniert nicht. Und diese Energie dann loszulassen. Und stell dir mal vor, wie du dich dann wirbelst zu einer Musik, wie schön es ist, wenn du selber tanzt mit dir und dich in deinem eigenen Rhythmus bewegst. Und dann kommt die nächste Person, die sich auch in ihrem eigenen Rhythmus bewegt. Aber ihr bewegt euch dann gemeinsam zusammen, weil ihr die gleiche Melodie habt. Ob für immer und ewig oder für eine gewisse Zeit, das wissen wir nicht. Aber genießt den Tanz, würde ich sagen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Habt einen ganz wundervollen Mittwoch und bis zum nächsten Video.